11 Jahre sind seit dem 11. September 2001 vergangen. Zeit genug, um jede Menge Verschwörungstheorien zu entwickeln. Die neueste kommt nun als Film in die Kinos. Aufnahme beginnt. Es gibt Momente, die man nie vergisst. Aber ist das, woran man sich erinnert, auch das, was passiert ist? Das ist in kurzen Worten der Plot des neuen Films Harudim, der die Ereignisse des 11. September in Frage stellt. Häuser brechen so nicht ein. Die fallen anders um, wenn ein Flugzeug hineinfliegt. Und wenn man weiß, bei welchen Temperaturen Kerosin verbrennt und dass man weiß, dass dann noch immer 2000 Grad fehlen, um Stahl zu schmelzen, dann denkt man sich, da muss was anderes gewesen sein. Harudim ist eine der wenigen internationalen Produktionen, die ausgerechnet in Wien Weltpremiere feierte. Was einfach daran liegt, dass er mit österreichischem Geld finanziert wurde. Kein amerikanischer Produzent wollte sich an diesem brisanten Thema die Finger verbrennen. Ganz anders der Hauptdarsteller, der dieser Verschwörungstheorie durchaus Glauben schenkt. When I witnessed 9/11, on TV. Als ich die Bilder im Fernsehen sah, habe ich die Geschichte geglaubt. Doch je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr Lücken in der offiziellen Story fielen mir auf. Darum bin ich froh, dass mir diese Rolle angeboten wurde. Im Film verkörpert er den wahren Drahtzieher hinter den Anschlägen auf das World Trade Center. Harudim will uns glauben machen, dass das, was der Welt als Terroranschlag verkauft wurde, in Wahrheit handfeste wirtschaftliche Interessen hat. Um die Glaubwürdigkeit dieser fiktiven Aussage zu steigern, wurde dafür sogar Hollywood-Urgestein Peter Fonda aus der Versenkung geholt, um die Erklärung zu liefern. Terrorismus ist Angst. Angst ist der Motor, der die Welt voranbringt. Ich meine, Angst ist der Treibstoff für Veränderungen. Angst vor Terroristen. Mein Eindruck von dem, was sich damals abgespielt hat, ist genau dagegen, das Gegenteil von dem, was da im Film gezeigt wird. Ich gehe davon aus, dass dieser Film jetzt nicht insinuiert, dass der Mossad oder die Freimaurer hinter dem Ganzen gestanden waren. Ich nehme an, es ist eher ein Film darüber, was die Möglichkeiten wären, einen Krieg zu inszenieren. And we, like them, will not rest until this evil is driven from our world. There's an old poster out. Die Wahrheit liegt wie so oft im Auge des Betrachters und somit lässt sich im Kino prächtig spekulieren. Was auch immer am 11. September wirklich passiert ist, wird wohl nie ganz geklärt werden. Aber eins steht fest, in der Realität hat dieser Tag unser Leben wirklich verändert und das merkt man bis heute. Die Flüge nach Amerika sind schon sehr mühsam. Also du hast immer extrem lange Warteschlangen, du musst die 100.000 Mal kontrollieren lassen, was ja auf der einen Seite ja sehr gut ist, weil es gibt ein sicheres Gefühl. Auf der anderen Seite hat man gesehen, wie leicht es sein kann, dass man Sachen einfach mit ins Flugzeug nimmt. So hat jeder seine kleinen Probleme. Aber der Film beschäftigt sich mit weitaus größeren und beschuldigt, so ganz nebenbei, die mächtigsten Institutionen der Welt der Mitverschwörung. Finanzierung, spezielle Waffen, Kommunikation und Ausbildung wollte man über westliche Geheimdienste organisieren, unter der Führung des Pentagons und des Weißen Hauses. Gewagt, denn wenn auch nur ein Bruchteil der Behauptungen im Film der Wahrheit entsprechen, müsste der Regisseur eigentlich um sein Leben fürchten. Well, I think if they killed me, it would. Und wenn sie mich umbringen, wäre das doch eine tolle PR für den Film. Aber ob mir das gefallen würde? Da kann er aber froh sein, dass in den USA mittlerweile Barack Obama an der Macht ist. Denn bei dessen Amtsvorgänger hätte er wirklich Grund zur Sorge gehabt. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive.